Willkommen zurück zu Turboprop Flight Simulator. Weiter geht's mit den Missionen. Und zwar ist das heute die vorletzte Folge. Wir haben hier die drei Missionen. Als allererstes haben wir wieder Flaggen. Und zwar Orbit, also keine Ahnung, irgendwie vielleicht herumfliegende Flaggen oder so. Dann haben wir ein River Run. Einfach wahrscheinlich einem Fluss folgen. Und dann haben wir hier die Fabrik wieder besuchen. Und das hatten wir hier auch schon. Also passt ganz gut. Noch ein zweites Mal. Ich würde sagen, als erstes machen wir wieder die Flaggen und starten. Okay, die wandern ganz schön herum. Und sind auch ziemlich schnell dabei. Keine Ahnung, ob ich irgendeine bekomme. Nein, sind alle weg. Gut. Dann holen wir uns die da. Oh man, das war echt anstrengend. Vor allem bei der letzten Flagge. Das war, ich bin tausendmal dran vorbeigeflogen, ihr habt es ja gesehen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Was machen wir als nächstes? Ja, machen wir das. So, da sind wir im Flugzeug. Oh, jetzt werden wir uns erstmal hinsetzen. So, und dann schnappen wir uns diese Ansicht hier erstmal. Ich warte noch kurz, bis wir abheben. Dann suchen wir auch einen anderen Platz. Also einmal hinten, also weiter hinten, bei den Passagieren hinsetzen oder so. Und dann die Aussicht mal angucken. Flugzeug fliegt natürlich alleine, wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal bin ich aus dem Flugzeug gesprungen und musste dann ewig lange laufen. Das war schön blöd, sage ich mal. So, gleich heben wir ab und dann stehe ich auch auf und suche mir einen anderen Platz. So, wir heben ab und ich würde sagen, kann ich jetzt schon aufstehen? Also wir machen jetzt erstmal noch eine Kurve. Da bleibe ich mal noch kurz drinnen. Und dann steige ich aber auf jeden Fall aus.
Ja, ich glaube, jetzt kann ich aussteigen oder aufstehen. Ah, jetzt fliegen wir noch eine Kurve, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Also, gucken wir mal hier raus. Wow, das ist eine echt komische Ansicht, aber gut. Ah, hier ist direkt das Triebwerk. Natürlich sehr schön. Und hier ist eine Sicherheitstür. Direkt am Triebwerk, dass wenn man es aufmacht, schön zerschreddert werden kann. Das ist natürlich sehr schön. Ja, ich will hier nicht sitzen. Das ist Triebwerk. Gehen wir mal hier in die Mitte oder so. Klappt nicht. Will nicht. Nehmen wir mal das. Oh. Ich würde gerne am Fenster sitzen. So. Ah, ja, wow. Jetzt bin ich genau neben dem Triebwerk. Also dann gehen wir mal ganz nach hinten. Oh, das war jetzt ein bisschen zu weit. Ah, eine Kurve. Noch eine Kurve. Schnell hinsetzen. Anschneiden. So. Okay, jetzt sind wir hinterm Flügel. Und dann nutzen wir mal unseren Zoom. Berge. Definitiv Berge. Ansonsten nicht viel. Ja. Oh, da landen wir gleich. Also, da. Da. Ah, jetzt kann man es nicht mehr sehen. Flugzeug hat gedreht. Moment. Kann man sehen? Nein, ich kann auch die Rotoren drehen sehen. Mehr nicht. Nein. Gut, dann sieht so aus, als würden wir gleich landen. Dann gehe ich mal wieder nach vorne. So. Und keine Ahnung, irgendwie eine coole Pilotenansicht nehmen. Was wir tun, als würde ich landen. Aha. Okay, Schub. Es ist weniger Schub da. Das Fahrwerk ist jetzt auch draußen. 500. 400. Okay. Wir landen gleich. 300. Wir haben Sichtkontakt mit dem Rollfeld. Noch einmal letztes Mal die Daten checken. 200. Aha, sieht gut aus. Okay. Bereit machen für eine 100. Landung. 50. Und 40. 30. 20. 10. Und wir sind gelandet. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch eine Weile darüber rollen. So. Nee. Nee, auch nicht. Ach, ich nehme einfach hier die erste Kamera. Und dann warten wir mal, bis wir darüber gefahren werden. Und dauert noch ein bisschen. Ich könnte natürlich rüberlaufen. Ich glaube, das Flugzeug ist schneller als wir. Ha. Oha, das Flugzeug hat 2200 Kilometer an Reichweite gerade. Also die Tanks müssen komplett voll sein. So. Okay. Jetzt wird gerade sehr viel Schub aufgebracht. Und dann rollen wir rüber zur Fabrik. Okay, die KI fliegt auch nicht genau auf der Linie oder fährt. Ist ein bisschen abseits davon. Okay, scheinbar schon hier aus. Oder? Ah, nein, scheinbar doch nicht. Wenn jetzt die Triebwerke so schnell laufen, dann scheinbar nicht. Ah, vielleicht fahren wir da bis zu dem Pfeil. Aber ich glaube, jetzt kann ich schon mal aussteigen und mich breit machen. Oh. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist für die Leiter dort. Naja, einfach aussteigen. So. Dann gucken wir mal. Aha, was ist mit dem Flugzeug so? Ah, wir sollen hochgehen. Okay. So, dann gehen wir einmal hier lang. Gehen wir einmal hier lang. Und was können wir hier machen? Nichts. Und, okay. Ach, wir können hier Sachen verändern.
Ah, die Länge von den Rotoren. Oh, die können sich drehen. Sehr schön. Und ja, das ist wahrscheinlich, ja, das ist am uninteressantesten. Okay, dann gehen wir hier mal nach hinten. Da müssen wir nämlich auch noch hin. Was steht da? Aha. Okay. 2008 Kosten 1000. Okay, ich muss einfach nur noch näher rangehen. Und N. Und dann haben wir das auch geschafft. Jetzt fehlt nur noch das. Und das machen wir jetzt auch. So. Wir sind hier unter Brücke durch. Und. Ah, okay. Oh, okay. Okay, Das ist oh. gefährlich. Ich glaube, ich muss langsamer fliegen. Warum sind wir so schnell? Das ist So. gefährlich. Okay. Früh niedrig. So. Brems. Ganz brems. So. Okay. Wir haben es geschafft. Gut. So, wie machen wir das mit dem? Okay, wir machen es gar nicht. Gut, dann stürzen wir nochmal ab. Komm. Das ist gefährlich. Und Neustart. So, jetzt habe ich ein bisschen später Bremse gezogen. Ich fliege mal nach rechts, oder? Ja, ich fliege mal so in die Mitte. Und. Okay, gut. Ich will ein bisschen an Höhe gewinnen, damit wir hier auch schräg fliegen können. So. Oh Mann, das ist echt nicht nett. Komm schon. Ah. Und wieder Das ist abstürzen. gefährlich. Ich will nämlich alle kriegen. So. Schub runter. Kurz mal bremsen. Und dann fliegen wir einfach hier in der Mitte. So. Und das haben wir tatsächlich gekriegt. Ich wollte wieder abstürzen. So, bremsen. Machen wir wieder weg. Damit ich ein bisschen höher fliegen kann wieder. Und drehen. Das ist nicht nett. Aber ich glaube, wenn ich hier fliege. Ja, das hat geklappt. So. Okay. 25 Checkpoints sind das. Das kann ein bisschen dauern. Und dann mache ich wieder die Karte. Aber hier sind einige Checkpoints ganz nah aneinander. Also das kann ja nicht so lange dauern. Und die bewegen sich auch nicht. Das ist schön. Oh, wir sind ziemlich dicht über dem Wasser. Und der Checkpoint will mich ärgern. Okay, wieder runter, 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 runter. Ah. Okay. Das ist gefährlich. Also, nochmal. Diesmal mit höchster Konzentration. So. Und einmal kurz bremsen. Genau, dann wieder ein bisschen hoch, damit wir nicht ins Wasser krachen. Und dann müssen wir hier ganz nach rechts. Und dann nach links. Ganz genau. Und dann machen wir die Bremse auch wieder weg. Denn wir müssen hier ein bisschen schräg fliegen. So. Um die Kurve da zu bekommen. So, und ich glaube, ich muss hier lang. So. Ah, nee, doch nicht. Ah. Ah. Okay, ich mache jetzt einfach weiter. Hauptsache, ich krieg's hin.
Das mache ich dann einfach nach der Folge nochmal. Das kriege ich bestimmt auch hin. Sind jetzt immerhin 25 von den Checkpoints. Und eigentlich könnte ich bis zum letzten Checkpoint fliegen. Aber einfach versuchen, so viele wie möglich zu bekommen, ist auch schon was. So. Und nochmal drehen. Wir sind ziemlich dicht über dem Wasser, das gefällt mir eigentlich nicht. Weil man dann leicht abstürzen kann. Aber diesmal haben wir den bekommen. Okay, wieder ein bisschen bremsen. So, ein bisschen hochziehen. Ich will nicht im Wasser landen. Das gefällt mir nämlich nicht. Und das bewegt sich ziemlich schnell hin und her. Also da sollte es eigentlich keine Probleme geben. Ja. So habe ich mir das gedacht. Und hier nochmal. Und da werde ich mal ein bisschen bremsen. Wenn wir nämlich langsamer fliegen, können wir engere Kurven machen. Wenn wir sehr schnell fliegen, dann wird das sehr schwer mit den Kurven halt. Und hier auch nochmal, weil wir jetzt bergab fliegen. So. Oh, da hat der Flügel fast das Wasser berührt. Okay, jetzt muss ich das jagen. Ah, habe ich nicht hingekriegt. Aber gut, ich habe auch den zweiten, glaube ich, nicht bekommen. Oder den dritten. So, und... Ah, jetzt müssen wir natürlich bremsen. Ach nee, wir müssen hoch, okay. Also... So. Und... Müssen wir. Bremse. So, also hier runter. Den kriegen wir natürlich auch. Sehr schön. Dann hier ein bisschen nach links. Und dann wieder nach rechts. So. Und wieder ein bisschen bremsen. Und dann nicht das Wasser berühren. Wasser ist giftig. Jeder Mensch, der Wasser trinkt, stirbt. Das ist ein Fakt. Aber jeder Mensch, der kein Wasser trinkt, stirbt auch. Also trinkt kein Wasser, Leute. Wasser ist giftig. Auf jeden Fall. So, ich weiß gar nicht, ob ich da eigentlich so hoch will. Weil sich der Checkpoint schon ziemlich schnell bewegt. Ja, ich sollte sogar wohl eher runter gehen. Und ist das der letzte? Nein, nicht ganz. Aber was steht hier? End. Ach, das war schon. Ah nee, ich habe ja nicht alle bekommen, stimmt ja. Ja, ich habe ja einen. Drei Stück habe ich verpasst. Ja, ist nicht allzu schlimm. Aber jedenfalls war es das mit der Folge. Uns fehlen jetzt hier nur noch diese vier. Das heißt, ah nee, das habe ich ja gerade gemacht. Also es fehlen uns nur die zwei. Also hier Windfarm, glaube ich, heißt das. Und daneben die Peak Flags. Und dazu werde ich natürlich wieder genügend Geld sammeln. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.